Seit über 1800 Jahren steht in Trier ein gewaltiges Stadttor. Der lateinische Name des Bauwerks ist Porta Nigra, was übersetzt schwarzes Tor bedeutet. Dabei war die Porta Nigra nicht immer schwarz und überhaupt hieß sie früher auch anders. Um herauszufinden, was es mit dem schwarzen Tor auf sich hat, war Lucky vor Ort und hat mit einer Expertin, der Stadtführerin Christiane Salm, gesprochen. 30 Meter ist die Porta groß. Von ihr hat man einen tollen Ausblick über die Stadt. Sie besteht aus Sandsteinquadern, die bis zu 6 Tonnen schwer sind. Doch die waren nicht immer schwarz, sondern eher weißlich-braun. In dem Sandstein, da ist so eine Art Metallpulver drin. Und ihr habt sicher schon mal gesehen, wenn man Eisen irgendwo draußen liegen lässt, es regnet und es ist alles total feucht, fängt Eisen an zu rosten. Und da ist nachher so eine rötliche Schicht obendrauf. Und genauso ist das bei der Porta Nigra. Moment mal, die Porta besteht doch aus Steinen und nicht aus Rost. Aber vielleicht ist ja dieses Pulver in dem Sandstein schuld. Und da kommt auch dann Luft dran und der ganze Regen. Und dadurch ist die Porta Nigra ganz schwarz geworden. Aha, weil also das Pulver rostet, wird die Porta schwarz. Christiane Salm hat sich das von einem Professor der Universität Trier ganz genau erklären lassen. Schließlich will sie ja keinen Unsinn erzählen. Das ist wie eine Schicht aus Metall oben drauf. Und da ist der Stein ganz geschützt und da kann dem auch nichts mehr passieren. Und deswegen ist das ganz wichtig, dass die Porta Nigra auch schwarz geworden ist. Wenn sie so hell geblieben wäre, wäre das gar nicht gut gewesen für den Stein und da wäre sie vielleicht jetzt schon ein bisschen zerbröselt. Und dass beide recht haben, seht ihr, wenn ihr euch das römische Bauwerk von innen anschaut. Da ist der Stein nämlich noch hell. Und so richtig dunkel ist die Porta Nigra ohnehin nur auf der Wetterseite, erklärt Christiane Salm, also auf der Seite der Fußgängerzone. Weil das Tor nicht von Anfang an dunkel war, wurde die Porta Nigra auch erst ab dem Mittelalter schwarzes Tor genannt. Hier seht ihr mal, wie es früher aussah. Ursprünglich hieß das Monument möglicherweise Porta Martis, also Marstor. Das hat aber nichts mit dem leckeren Schokoriegel zu tun, den gab es damals noch gar nicht. Und auch nicht mit dem Planeten Mars. Mars war bei den Römern der Gott des Krieges. Der sah ungefähr so aus. Und um in den Krieg zu ziehen, mussten die römischen Kämpfer zunächst einmal aus der Stadt und dieser Weg führte natürlich durch das Tor. Doch vielleicht hieß die Porta Nigra früher auch einmal anders, so genau weiß man das heute, 1800 Jahre nachdem sie gebaut wurde, leider nicht. Dass die Porta Nigra aber ganz am Anfang noch kein schwarzes Tor war, daran gibt es keinen Zweifel. Jetzt ist auch Lucky wieder schlauer. Danke, Christiane. Bis zum nächsten Mal.